Hallo Patrick. Hallo Detlef. Grüß dich. Grüße dich. Servus. Na? Ja, schön, dass du es geschafft hast. Schicker Laden hier. Ja, ja. Ja, wir sind hier im Herzen von München in der Ottostraße. Ja. Direkt am, du hast es wahrscheinlich gesehen hier, Stachus ist gleich um ja. die Ecke, Lehnbachplatz. Tolle Gegend mittendrin. Hier. Also auch für euch, kommt gerne hier vorbei. Ottostraße 10 in München gibt es den Laden von Stork. Markus Stork ist bekannt dafür seit 25 Jahren, dass er unglaublich edle und leichte Räder baut. Ja. Und zwar in allen Kategorien, wie man sehen kann. Im Bereich Rennrad, ja. Aeroflitzer, schnellstes Rennrad der Welt. Also auch das haben wir. Wir haben aber auch Mountainbikes oder Gravelbikes oder Smartbikes. Das okay. Smartbike haben wir zusammen mit Porsche Digital entwickelt. Aber jetzt das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Da steckt ja ein Handy drauf. Genau. Also, ich erzähle euch mal so ein ja. bisschen was. Das Cyclear ist ein Smartbike. Was heißt es? Es ist besonders schlau. Die Intelligenz steckt vor allen Dingen hier drin. Das hier ist ein richtiger Fahrradcomputer. Mhm. Und der hat auch eine fest verbaute eSIM-Karte, das heißt, hier wird eine Mobilfunkverbindung aufgebaut. Okay. Und damit hast du zum Beispiel automatisch dann auch einen GPS- und MGPS-gestützten Diebstahlschutz mit drin. Mhm. Du kannst das Fahrrad dann mit einer App verbinden. Und hier haben wir einen Motor drin, Motor von Fazua. Okay, die kennen wir. Der Fazua-Motor, leicht, zuverlässig, hat bis zu 58 Newtonmeter Unterstützung, mhm. 250 Wattstunden und ist ein klassischer Vertreter für leichte Motoren. Und ich sage immer, da ist Unterstützung drin für etwa 1,5 bis 2 Stunden. Ja. Und damit bin ich auch die Karwendelrunde gefahren, 1800 Höhenmeter. Okay. Musste allerdings zwei Akkus dafür verwenden, sprich den einmal eingebauten, habe dann ja. einen zusätzlichen Akku gehabt. Und damit bin ich im Mix auch diese sehr große und gewaltige Tour gefahren, die enorm viel Spaß macht. Karwendelrunde teste ich immer alle Motoren. Und du kennst es ja, ich habe ja. ja auch deinen Ghost mit dem Bosch-Motor. Genau. Mit dem Performance Line CX ja, und getestet. Ich habe doch noch auch mal einen Fazua gehabt. Das war auf dem. Das war auf dem Lapierre Icesti, ja, auch Lapierre. Ein sehr schönes. Das war Fahrrad. Jetzt nicht so mein Fall, weil ich gern viel Unterstützung brauche. Ja. Aber das war ultra leicht, ne? Super leicht. Das war 18,5 Kilo ja. mit Motor. Das war Wahnsinn. Und das Lapierre Icesti, es ist halt ein E-Mountainbike, ist ein totaler Vorreiter ja, gewesen. Ja, ja. Alle haben nur noch über Reichweite, Reichweite, Reichweite geredet. Und das war genau das Gegenteil. Und das war das Gegenteil, das war eben super leicht. Das war leicht, aber du konntest das ohne Akku fahren, das Ding. Das konnte man auch ohne Akku ja. fahren, dann ist es ein ganz natürliches genau. Fahrgefühl gewesen. Genau. Auch mit Motor war das super natürlich, ja. hat total viel Spaß gemacht. Ja. Und ich habe am Anfang, als wir das getestet haben, wir haben ja damals die Räder dann getauscht. Genau. Und als ich das dann getestet habe, habe ich auch gesagt, ich will eine ordentliche Unterstützung ja, haben. Ja, genau, genau. Aber das treibt an. Ne? Dann das bin ich damit an, gefahren, ne? dachte mir, ey, es fährt sich eigentlich wie mein altes Bio-Mountainbike. Ja, ja. Richtig cool. Und am Berg habe ich plötzlich eine Unterstützung da. Genau. Wow. Ja, das ist ja der Vorteil dieses Bikes. Und der Witz ist, Lapierre war eben mit dem Icesti viel zu früh dran. Mhm. Ein Jahr später hat Specialized diesen Trend erkannt, mhm. umgesetzt und jetzt und das dann läuft. Mit den ganzen leicht EMTBs ja, ja. eben wirklich voll umgesetzt und strategisch ist eine neue Türe aufgegangen. Auf jeden Fazua Fall. Ist bei den Light EMTBs immer noch ganz vorne dran. Ja, schönes aber Citybike, eben auch ne? bei Citybikes oder mhm. Gravelbikes. Und das Cyclear, was Stork zusammen mit Porsche Digital entwickelt hat, ist eben in dieser Variante dann mit Schutzblech und Gepäckträger und einem breiten Lenker ein schönes hab schon, Beispiel. Habe ich schon für irgendwo mal Touren. Gesehen, die Kameras. Und diese Dashcams, ja. Die sind zum Beispiel auch auf dem Grape. Genau. Und bei mir hast du das gesehen. Ich habe ja ein Grape Mountainbike und da sind die Dashcams auch drauf. Das heißt, hier in der App kann ich mir anschließend anschauen, wer hinter mir fährt. Das heißt, ich habe einen digitalen Rückspiegel mhm. oder ich kann es vorne, kann ich die Dashcam als Actioncam nutzen.
Und kannst du deine Strecken hinterher angucken. Kann mir dann das Ganze genau. so anschauen. Kann oder du kannst direkt ja direkt am Fernseher radeln dann, ne? Ja, aber wenn man am Fernseher radelt und dann eine Dash dran hat, dann hast du immer den gleichen Blick. Nee, ich meine die Hände, Aufnahme yes. anschauen, ja, nochmal jetzt, genießen jetzt bei schlechtem Wetter. Das war echt zu langsam, habe ich nicht kapiert. Aber genau, dann kann man sich den Film anschauen ja. und kann tatsächlich die Tour nochmal Ich kenne einige, die radeln so. Ja. Die freuen sich auf die Winter. Videos, die andere rausbringen, ne, und radeln dann die Strecke per Fernsehen nach. Ja. Vor 3 Wochen war ich ja auf einem großen Rennen in Kapstadt. Ja. Und das findet Mitte März traditionell statt. Und in Kapstadt ist super, aber du musst halt trainieren im Winter. Ja. Das heißt November, Dezember, Januar, Februar Training. Da ist meistens schlechtes Wetter. Wie viel trainierst du am Tag? Ach, am Tag, keine Ahnung, in der Woche hat es ausgereicht für 2 ordentliche Touren. Mehr habe ich auch okay, nicht geschafft. Okay, hast nicht geschafft eigentlich. Nein. An der Zeit her, ne? Genau. Hammer. Ja, und im Winter fährt man auch keine Touren von 100, 120 Kilometer, weil es zu kalt wird. Mhm. Und du machst auch keine Pausen. Wenn du einmal eine Pause machst, dann frierst du fest. Ja, das funktioniert. Dann alles steif und dann... Dann sind die Touren halt so 50 bis 70 Kilometer, machen schon auch richtig Spaß. Aber du musst halt haushalten, weil du wirklich dann auskühlst. Du kühlst total aus und du musst dann die Tour eben so wählen, dass du am Schluss irgendwo einen heißen Kaffee trinken kannst oder einen heißen Tee. Ja, hier, wenn wir ein Schrittchen weiter zurückgehen, dann sehen wir das Cyclear dann in der Gravelbike, E-Gravelbike-Version. Ja. Das heißt, hier haben wir immer noch ein smartes E-Bike. Und also richtig, richtig interessant. Und das ist richtig ungewöhnlich mit dem Gepäckträger hinten dran, ne? Und Gravelbikes haben wir zum Beispiel auch auf der anderen Seite. Das zeige ich euch hier mal. Mhm. Das blaue hier ist das Grix Pro. Es gibt entweder mit einer mechanischen GRX-Schaltung von Shimano mit einer 2x11 oder wie in diesem Fall eben mit einer Schaltung von SRAM, einer elektrischen, mit 1x12. Ja, genau. Und hier haben wir die Rival drauf, gibt es auch mit der Force. Das geht dann über Funk bei der, ne? Das ist über Funk. Ja. Und ich liebe ja die elektronischen Schaltungen alleine schon deswegen, weil man hier einfach sehr reduzierte Wartungskosten hat. Ja, hallo, ja. Und die sehr reduzierten Wartungskosten, die kommen dadurch zustande, dass die Schaltung die Kette immer wieder auf Spur bringt im sprichwörtlichen Sinne. Ah. Und dann fährt sich das einfach total angenehm. Also finde ich super. Und das Grix ist auch sehr leicht. Ja, was das heißt, das Bike wiegt um die etwa 9,2 Kilogramm, so wie es da steht, ja. Mit Pedalen. Hier sind jetzt keine Pedale dran. Und man sieht es, es hat so ein bisschen Spuren. Das, bei Stork schicke ich meine Interessenten gerne mal auch auf eine Probefahrt. Ja, klar, sowas muss man fahren. Weil ein Biker muss sein Bike erfahren. Also ich glaube nicht, dass eine Einheit kaufen würde. Genau. Das muss man schon erfahren, das ist ganz wichtig. Und weil wir gerade hier stehen, zeige ich euch hier auch was ganz Besonderes. Es ist das erste Bike, das ich in dieser Form habe. Und zwar ist es das Airfast 3 in der Walter Röhrl Edition. Aha. Und der Kenner erkennt hier an der Farbgebung, das erinnert an dem Audi. Nicht zufällig an Martini. Und damit wurden die berühmten Rallyes gewonnen. Ja. Und dieses Bike, und der Walter Röhrl ist ja passionierter Rennradfahrer, also der fährt wahnsinnig gerne und auch viel Rennrad. Der stand auch wirklich Pate für dieses Bike. Okay. Und so ein Airfast-Flitzer ist einfach super schnell und macht wahnsinnig viel Spaß. Ist ein richtig, richtig cooles Bike. Mhm. Haben wir hier in der Version eben mit sehr leichten Hochprofilfelgen, 50 mm. Und dann eben eine ordentliche Schaltgruppe dazu, in dem Fall von Shimano, eine Di2, Ultegra Di2. Und ein super schnelles Rad, was richtig, richtig viel Spaß macht. Als Aeroflitzer ist es super schnell in der Ebene und dafür hat es auch eine starke Überhöhung, damit ich eben Vollgas geben kann. Und Aeroflitzer habe ich noch eins, muss ich euch auch zeigen, weil das ist das schnellste Rennrad der Welt.
Aber man, wenn man hier steht, man sieht das schon, ne? Deutlich, ne? Super schlank, genau. Das ist heftig, ja. Es gab einen sehr großen Test von der Roadbike und da wurden die Fahrräder getestet, wie viel Energie brauche ich denn, um eine Durchschnittsgeschwindigkeit im Labor von 45 Stundenkilometern zu schaffen. Und hier steht es ganz groß und stolz drauf, 199. Es steht für 199 Watt, die ich an Energie brauche, um die 45 Stundenkilometer zu schaffen. Und hier haben wir eben Flügelgabeln und auch der Lenker ist total flach, alles komplett integrierte Kabelführung. Ja, man sieht nichts mehr, ne? Man sieht hier gerade noch, wo es rauskommt. Genau. Und es fährt super schön, super schnell. Ich bin genau diese, also nicht dasselbe, aber genauso ein Airfast 4 Pro jetzt auch bei dem gerade vorhin schon angesprochenen Rennen in Südafrika gefahren. Ah. Macht wahnsinnig viel Spaß. Ja. Und für dich, Detlef, wäre natürlich sowas hier auch spannend. Da kommen wir doch der Sache und schon zwar näher. Und ist das hier das Stork Adrenalin 2 SRS. SRS steht für den Sachs-Motor, der hier drin verbaut ist. Hier ist ein großer Akku drin mit, ich glaube, das sind 740 oder 750 Wattstunden. Okay, das ist ähnlich wie meins, ja. Ordentlich. Ja. Der Sachs-Motor hier drin basiert auf, hat eine 48-Volt-Technologie. Okay. Und ist extrem sparsam, was ich super interessant fand. Ich habe den Motor mit einem anderen Rad, aber den gleichen Motor, ebenfalls auf der Karwendelrunde getestet. Und zu meinem sehr, sehr großen Erstaunen ist der, bei dem anderen Rad waren 630 Wattstunden im Akku drin. Ja. Da ist die Anzeige dann gerade mal von 3 auf 2 Striche noch übrig umgesprungen, während ich den Bosch-Motor leer gefahren habe, Shimano 10 Kilometer vorher schlapp gemacht habe. Okay. Fazua hat 2 Akkus gebraucht, aber 2 mal 250 Watt. Ja. Und der hier geliefert, geliefert, geliefert. Und zwar bis zu 112 Newtonmeter. Wow. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, du kannst einen Berg hochflitzen. Da, wo andere dann schlapp machen, da geht er erst los, ne? Ganz genau, ganz genau. Ja, das kenne ich. Also ein richtig cooles Bike, muss man getestet haben. Ihr seht an dem Bike, das wurde schon richtig viel getestet. Ja, ja, man sieht es hier ja deutlich. Genau, weil dazu, das ist halt das Schicksal von einem Probefahrrad, was für Probefahrten dann zur Verfügung gestellt wird. Das muss halt richtig viel bewegt werden und ganz tolles Bike. Ja, macht super viel Spaß, Mordspower. Hier gibt es von Sigma dann auch noch ein Display, das normalerweise da drauf verbaut wird. Und damit macht dann so eine Karwendelrunde auch Mordspaß. Das ist natürlich ein feines Gerät. Und der Lukas, meine Verstärkung hier in der Werkstatt, der würde damit auch noch ganz tolle Tricks machen und ein Wheelie machen. Ah ja, okay. Und solche Geschichten macht er immer wieder gerne, aber da bin ich leider nicht der Spezialist für. Aus dem Alter sind wir auch schon raus, glaube ich, langsam. Und damit haben wir schon die wichtigsten Fahrräder. Hier haben wir noch ein Schwestermodell, Adrenalin 2 GTS. Mit Shimano-Motor. Shimano EP8-Motor. Okay. Und der Shimano EP8-Motor, extrem leise, 85 Newtonmeter, also ähnlich stark wie der Bosch-Motor. Ja. Auch wenn sie auf dem Papier gleich viel Power haben, der Bosch hat ein bisschen mehr Wumms. Shimano ist ein bisschen dezenter. Verbraucht aber weniger, ne? Nein, nee? Der Bosch-Motor ist tendenziell nicht ganz so durstig wie der Shimano-Motor. Okay. Der Shimano-Motor hat 2 andere ganz große Vorteile. Das erste ist, er ist sehr, sehr leise. Und das zweite ist, sehr, sehr leicht, weil er klein ist. Okay. Das ganze Rad hier, ein ausgewachsenes Mountainbike, wiegt 20,5 Kilogramm. Was? Und das ist der echte Hammer. Wann habe ich das schon? Wann habe ich das letzte Mal gehört? Was hat er denn für einen Akku drin? 500 oder 630 Wattstunden, also lässt sich aussuchen. Wenn man das nach dem Gewicht optimieren will, Akku ist immer schwer, dann nimmt man tatsächlich lieber den 500 Wattstunden Akku. Die Reichweite wird dann aber nicht sehr hoch sein. Ist klar. Aber du kannst das Bike dann wirklich sehr gut auch ohne Unterstützung fahren.
Und auch dieses Bike bin ich schon fleißig gefahren, wie man sieht, ja, das, überall das, ein paar Spuren das dran. Ich, ja. Also bei dem Gewicht, also 3 Kilo spürt man schon, ne? Das ist Wahnsinn. Das spürt man wirklich. Das. Echt der totale Hammer. Ja. Weil ich habe da echt bei den Fazua-Motor, das war echt ein Unterschied. Das war so leicht, so. Ja. Ja, und das lässt sich dann nicht nur leicht einen Berg hoch bewegen, sondern du kannst es auch leicht auf ein Heckgepäck drin drauf montieren. Du kannst es leicht runter in den Keller runtertragen. Alles geht einfach deutlich leichter von der Hand. Ja, und die Mischung, dass wir ein Mountainbike haben, ein E-Mountainbike, das die volle Kraft hat, die volle Power und dann aber gewichtsmäßig in der Klasse der Light EMT ist. Knaller. Das ist schon ordentlich. Und ja, macht das eben. Das ist aber noch nicht mal Carbon, ne? Doch, das ist alles Carbon. Okay. Ja. Das sah eben so ein bisschen wie Alu aus. Ja, der Markus Storck ist ein großer Künstler, was Geometrie anbelangt und Carbonverarbeitung. Und dadurch zeichnet er sich aus. Alle unsere Räder, fast alle, sind mit einem Carbonrahmen. Und dementsprechend sind auch fast alle Räder wirklich sehr, sehr leicht. Und von den Geometrien auch ungeheuer angenehm. Und macht einfach immer richtig viel Spaß. Aber jedes Gramm Einsparung kostet auch ein bisschen, ne? Das kostet auch ein bisschen Geld, aber also, wenn wir hier zum Beispiel das GTS mit dem Shimano-Motor, das leichte Bike kostet 7.999. Okay, das hätte ich jetzt teurer erwartet. 7.499 und wir sind mit dem Sachs-Motor, ja, mit dem SRS dabei. Wenn wir das Airfast 4, und da kennen viele der Rennradprofis die Preise ganz genau, und hier haben wir das schnellste seiner Gattung. Ja. Wenn wir das uns anschauen, dann wissen wir, dass die Wettbewerber gerne mal im fünfstelligen Bereich liegen. Ja, ja. Und mit der Ultegra Di2, also wirklich eine gute Ausstattung, liegen wir bei 6.499. Das ist ein Knaller. Das ist echt ein Knaller. Wenn wir auf das Airfast 3 gehen, dann kann das auch noch ein bisschen günstiger werden. Oder wir haben eben das Fast-Szenario oder das Kriegs hier. Ja. Das startet bei 3.299 Euro. Aha. Wenn wir das mit der GRX, mit der mechanischen Schaltung haben, 3.799, dann sind wir mit der elektronischen Schaltung mit dabei. Oder wir nehmen uns das Cyclear. Das Cyclear ist ab 6.999. Ja klar, da ist ja auch noch ein bisschen mehr Technik drin. Ne? Da ist sehr viel Technik drin, genau. Ja, ja. Genau. Ja. Natürlich kann man dann immer auch noch ein bisschen mehr ausgeben, wie eben mit der Walter Röhrl Edition. Okay. Aber bezahlbar ist die auch. Ja. Oder hier noch ein letztes Schmankerl, das Ernario. Und da müsst ihr mit der Kamera, mit eurem Kameraauge mal ganz genau drauf schauen. Ich sehe es, hat einen wunderschönen 3D-Effekt. Kann man das erkennen in der Kamera? Und vielleicht sieht man das auch. Das sieht man einfach aus der Nähe. Das Ernario 3 in der Pro-Variante sieht aus der Entfernung einfach grau oder silbern aus. Und wenn man näher rangeht, hat es einen Metallic-Effekt, der sehr schön wirkt. Wirklich sehr schön. Hier sind wir auch in der Liga so um die 6.500 Euro, je nach Ausstattungsvariante. Also da hängt es immer davon ab, welche Felgen, welche Laufräder haben wir drauf, was für eine Schaltgruppe ist verbaut. Das lässt sich alles individuell einrichten. Wir individualisieren dann zum Beispiel auch die Kassetten, weil der eine möchte gerne in die Berge fahren, der braucht dann eben eine Kassette, zum Beispiel eine 1134er hinten, und vorne die Blätter möchte er dann auch kompakt eine 5034er haben, sodass er mit 3434 eine 1:1 Übersetzung hat, wenn er einen Berg hochfährt. Das sieht doch sehr schön aus, wirklich. Damit habt ihr jetzt mal, und das Fast-Szenario haben wir uns noch nicht angeschaut. Das steht gerade hier im Schaufenster, da werfen wir auch noch einen kurzen Blick drauf. Ja. Dann bin ich bei dir. Das Fast-Szenario 4 hat dieses sehr schöne Blau, was man auch, wenn man näher rankommt, sieht. Das hat so einen außerleichten Metallic-Effekt. Und fährt sich ebenfalls wunderbar leicht
und ist unser Endurance-Bike, hat extrem viel Komfort in diesem Bereich und macht eben dann auf langer Strecke immer noch sehr viel Spaß. Das heißt, wenn du dieses Rad nach 80, nach 100, nach 120 Kilometern drauf sitzt, bist du immer noch frisch, weil einfach ganz viel Komfort in dem Bike drin ist. Und das sieht man sogar. Ja, ich weiß nicht, ob die Kamera... Federt so ein bisschen, das federt richtig. Ja. Federung hier in der Sattelstütze und in dem ganzen Bereich hier hinten drin. Vorne ist es bummfest, weil man möchte mit dem Rad ja auch mal sehr schnell fahren. Ja, ist klar, dann da kannst du das nicht erlauben. Ja. Genau, und wenn es vorne nicht bummfest ist, ich fühle mich dann nicht sicher. Ja, nee, ist klar. Und wir kennen das sind ja Geschwindigkeiten, die du fährst. Genau, und wir fahren ja gerne auch mal schnell bergunter und wenn freie Bahn ist, dann lasse ich immer gerne krachen und da will ich dann hier vorne alles super fest haben. Ja. Alles aber gut, so ein bisschen Komfort ist auch manchmal auch nicht schlecht. Ja, sehr schön. Das war der kleine Überblick in der Welt von Stork. Das ist ja richtig schön, dass wir heute hier sein konnten, dass das so gepasst hat. Wir waren ja gerade in Landsberg. Ja, Karl. Beim Karl, genau. Habe ich schon gehört. Haben wir einige Videos gemacht, war sehr, sehr interessant. Sehr interessante Fahrzeuge. Ja. Nee, beim Karl muss ich auch mal wieder vorbeischauen. Ja, das ist auch eine Stunde Fahrt. Ja, klar. Erst mal vorbei. Ja. Geht ihr schön essen? Genau. Super. Ja, liebe Camping-Freunde, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, wenn ihr den einen oder anderen Wunsch habt, kommt hier bei Stork in München vorbei. Ja, ich stehe euch zur Verfügung und ihr merkt, ich kann zu jedem Fahrrad stundenlang erzählen. Ja. Im Zweifel ohne Wiederholung. Ja, jahrelange Erfahrung mit Rädern, also von daher habt ihr den richtigen Mann an eurer Seite. Detlef, vielen alles Dank, dass du da warst. Mach's ganz gut, bis bald. Mach's ganz gut, ciao. Und hinterlasst einen Daumen nach oben.